Hallo, ich bin Anne und ich wollte euch ein paar Tipps zeigen, was vielleicht besser ist zur Weihnachtszeit für dich und deinen Hund, dass ihr das ein bisschen entspannter angeht. So ein schöner Adventskranz mit echten Kerzen sieht ja immer toll aus, aber wenn der Hund mal alleine ist und er hat irgendwie viel Blödsinn vor, dann würde ich doch immer so eine Kerze empfehlen, so eine Batteriekerze. Die ist ja fast genauso schön oder... Oh, jetzt geht die nicht. So eine, ja, mit so einem kleinen Licht. Es sieht doch genauso aus und der Hund kann sich da nicht dran verletzen. Nachher für den Tannenbaum gibt es ja einmal diese Glaskugeln. Und wenn der Hund halt gerne mal an den Tannenbaum geht und spielen möchte oder damit spielt und eine fällt runter, dann kann er sich ziemlich doll dran verletzen an den Pfötchen und das kann sich ja entzünden und das wäre ja doch schade zur Weihnachtszeit. Solche Holzstiefel, die kann er notfalls, wenn die runterfallen, auch dran kauen. Schöner wäre es na klar noch, wenn die vielleicht farblos wären oder man sollte vielleicht darauf achten, dass man dann eine Farbe nimmt, die auch verträglich ist für ein Tier, wenn er drauf rumkaut. Ich finde auch sehr schön richtige Bienenwachskerzen am Tannenbaum. Es sieht ja auch immer toll aus und riecht ja auch so schön. Aber ja, auch da ist vielleicht das Problem, dass sie mit dem Tannenbaum irgendwie was Blödes vorhaben und die fallen runter. Und ja, deshalb gibt es ja diese elektrischen Kerzen, gibt es ja mittlerweile schon mit so einem An- und Ausschalter. Es sieht auch nett aus. Ist auch eine ganz tolle Sache. Ja, und dann, was wir ja alle lieben, Schokolade, aber der Hund, ja, der würde das auch alles fressen, aber du tust deinem Hund nichts Gutes, wenn du dem Schokolade gibst. Also ich habe ja jetzt diese Kekse gebacken, wenn ihr das eine Video euch angeschaut habt, die sind ganz schnell zu machen und die lieben die, also Hardy liebt die, findet die richtig gut. Und ich liebe hier so einen schönen Schokoladenkeks, der ist für mich, aber wie gesagt, für Hunde die. So, das waren meine Tipps für euch zu Weihnachten. Und wie gesagt, die sind für dich und die sind für den Hund. Viel Spaß und Hardy, komm mal. Guck mal hier, komm mal hier. Ja. Cookie, da, super. Das war gut, ne? Nee, die nicht. Die sind für mich.